Seele. Die 10 Gebote. Die meisten von euch werden jetzt denken, was sind die 10 Gebote? Was ist das? Kurz erklärt für die Nichtwisser. Die 10 Gebote wurden von Moses gezeigt. Moses hat sein versklavtes Volk aus Ägypten hinausgeführt. Das durch die Wüste zurück nach Israel. In der Wüste gingen sie ganz 40 Jahre lang, was vollkommen unlogisch ist. Wahrscheinlich war sein Navi kaputt. Das ist jetzt aber egal, denn er ging auf einen Berg hoch und dort gab ihm Gott die 10 Gebote. Denn wir Menschen des 21. Jahrhunderts sind, verstehen wir die meisten nicht. Also hier sind nochmal die 10 Gebote, die für uns realistischer sind und wir sie besser verstehen. Gebot 1. In den Ferien niemals zur Schule gehen. Nicht in die Richtung schauen, nicht über die Schule denken. Verboten, macht das nicht. Macht keine Hausaufgaben in Ferien, macht sich vor den Ferien. Das ist Gebot. Gebot 2. Fährt nie ein Mini. Die können ja zwar gut oder süß aussehen oder wie auch immer, aber das ist kein Auto. Nicht. Gebot Nummer 3. Es gilt immer, Bruder ist vor Luder. Abgekürzt ist es Bruder vor Luder. Gebot 4. Spielt keine Spiele ab 0. Die sind oder langweilig oder bescheuert oder vollkommen unnötig. Macht das nicht. Gebot Nummer 5. Spielt keine Nintendo. Egal welche Farbe sie hat, blau, rosa oder was es gibt, nicht spielen. Gebot Nummer 6. Außer wenn das irgendwas Interessantes ist, wie Pokémon. Das kann man auf jeder Konsole spielen. Gebot Nummer 7. Abonniert YouTube-Channel, gebt Daumen hoch und erzählt das davon weiter. Das ist Gesetz, also müsst ihr das machen. Gebot Nummer 8. Wenn ihr mehr als 2 Stunden am Tag lernt, dann seid ihr ein Nerd. Also bitte nicht mehr als 2 Stunden am Tag. Gebot Nummer 9. Trinkt nur richtiges Bier. Unter richtiges Bier versteht man sowas wie richtiges Bier, also kein Sekt oder mit Saft vermischt. Gebot 10. Beleidig grammatikalisch richtig, bitte, weil ansonsten klingt das eh alles schlecht. Wenn euch das Video, wenn ihr das Video fandet, dann lasst doch einen Daumen nach hoch.